Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sabine von Biene Stempelglück. Heute möchte ich mit dir gerne diese Tüte basteln. In die passt wieder so einiges hinein und ich denke, es wird langsam Zeit, an die Weihnachtsprojekte zu gehen. Und dafür benötigen wir Designerpapier. Und zwar habe ich mit dem Designerpapier Winterfreuden gearbeitet. Das ist dieses Stück. Und da haben wir die Abmessung 30,5 mal 15,2. Das habe ich schon mal zugeschnitten. Und jetzt müssen wir das Ganze falzen. Da brauchen wir unseren Papierschneider. Dann nehme ich die kurze Seite und da falzen wir erstmal den Boden. Der Boden hat, den müssen wir bei 5,1 anlegen. Und dann falzen wir einmal runter. So. Jetzt legen wir die lange Seite an. Einmal bei 2,5. Ich lege sie hier rechts an bei 2,5, weil das Papier dadurch besser gehalten wird auf dem Papierschneider. Also 2,5, einmal runterfalzen. Dann drehe ich das Ganze. Und jetzt falzen wir bei 6 cm. Allerdings, da falzen wir nicht durch. Das ist ganz wichtig. Und zwar gehen wir am senkrechten Lineal, gehen wir von hier aus bis 9,5. So. Und nur bis dahin falzen. Jetzt bis 9,5 und einmal durchfalzen. Dann bis 16,5 anlegen. Und auch wieder durchfalzen. Dann gehen wir zu 20 rüber. Und da wieder hier oben ansetzen und bis 9,5 runterfalzen. Dann nochmal bis auf 23,5 anlegen. Und da falzen wir wieder komplett durch. So. Das ist erstmal genug mit der Falzerei. Jetzt ziehen wir die Falzlinien mal komplett nach mit unserem Falzbein. Und es werden aber nur die Linien nachgezogen, die komplett von oben bis unten durchgefalzt wurden. Jetzt sieht das Ganze so aus. Vielleicht kann man es von dieser Seite besser sehen, ich weiß es nicht. Und jetzt müssen wir noch die Zwischenfalzlinien, die wir nicht ganz durchgezogen haben, da möchte ich gerne noch, dass wir per Hand ein Dreieck da unten hineinfalzen. Und zwar, hier ist ja unsere 2,5 cm Klebelasche. Und daneben das Feld, das haben wir einmal, ja, in der Mitte halt angefalzt. Und da setze ich jetzt mit meinem Lineal an, ans Ende dieser Falzlinie, also hier. Und falze noch einmal per Hand bis zur Bodenfalzlinie nach. Und das Ganze eben auf beiden Seiten. So, mal gucken, ja. Das mache ich einfach, weil die Tüte sich dadurch nachher einfach gefälliger formen lässt. Und das machen wir dann auch in dem zweiten Feld, in dem wir ja diese kürzere Falzlinie reingefalzt haben. Da machen wir das auch. Und wieder auf beiden Seiten, sodass halt ein Dreieck entsteht in dem Bereich. Und jetzt gehe ich nochmal
per Hand ziehe ich nochmal so ein bisschen diese Linien so nach und hier dann halt auch beim Dreieck. Das ist, muss man ein bisschen, ja, ich habe jetzt nicht so doll gedrückt, aber das wird sich nachher alles schön ergeben. So, dann haben wir nämlich einmal hier und hier und hier nochmal unsere extra Faltlinien. So, und jetzt schneiden wir den Boden ein. Im Bodenbereich benötigen wir ja unsere Klebelasche nicht. Insofern, also ich schneide immer ein wenig schräg ein. Und hier halt von das Teil der Klebelasche schneide ich komplett weg. So. Und jetzt alle Laschen schräg einschneiden. So, jetzt sieht unsere Tüte so aus und wir können sie zusammenbauen. Und da geben wir dann einmal, also ich nehme jetzt in diesem Falle das beidseitige Klebeband und setze hier so zwei Streifen davon auf. Ach so, das habe ich jetzt leider versäumt. Also von der Klebelasche bitte auch oben so ein bisschen schräg was wegschneiden. Und jetzt, ja, mal gucken, wie wir die zusammenbauen. Die wäre dann, genau, so wäre das dann richtig. Das heißt, ich möchte gerne auf dieses Teil hier gleich den Kleber aufgeben. Das wäre dann, hier ist das erste große Feld, dann kommt das zweite und da kleben wir auf der Innenseite auch ein wenig Kleber an. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und jetzt bauen wir unsere Tüte zusammen. Dann legen wir die Lasche um und nehmen das Ganze und führen es gerade darauf. So, okay. Und hier siehst du schon, hier sind unsere Seitenfalzlinien, die wir gleich noch in Form bringen. Aber erstmal werden wir den Boden zusammenführen. Müssen wir natürlich den Kleber hier, den Schutz abziehen. So. Und dann kann das Ganze zusammengeführt werden, möglichst gerade. Ich gehe nochmal mit dem Falzbein rein und drücke den Kleber an. So, und jetzt können wir hier unsere Falzlinien so ein bisschen nachformen. So, das ist unsere Tüte, die eigentlich so gut wie fertig ist. Jetzt brauchen wir ja noch Henkel. Und die Henkel, die werden wir mit flüsterweißem Farbkarton uns zurecht schneiden. Und zwar soll der Henkel 1 cm breit sein.
Dann lege ich wieder auf, bei der rechten Seite hier an, bei 1 cm. Und lang soll das Ganze, soll dieser, ach nee, wir brauchen ja zwei Henkel. Dann mache ich noch einmal 1 cm. So. Und lang so ungefähr 20 cm. Müssen wir dann noch mal eben, ups, also 20 cm lang. So. Ja. Und dann habe ich bei uns, bei meiner Tasche oder Tüte, habe ich hier dieses tolle Motivklebeband Winterfreuden angeklebt. Das möchte ich jetzt auch gerne machen. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Wo habe ich es da? Und das machen wir zuerst. Also bevor wir hier weiter arbeiten, bringen wir erstmal das Motivklebeband an. Und das setze ich einfach mittig hier rauf. So. Und dadurch hübschen wir dann unseren flüsterweißen Farbkarton ein wenig auf. Und dann schneide ich hier einfach ab. Hier auch. Das ist unser erster Henkel und beim zweiten machen wir das genauso. Und damit sich der Henkel nachher schön in Form, also ja, der wird hier so angesetzt und damit er gefälliger sitzt, werden wir das gleich mit unserem Falzbein so ein bisschen in Form bringen, das Ganze. Und kleben das jetzt, also ich nehme jetzt mal das beidseitige Klebeband und gebe das hier auf und schneide das hier mal weg. So. Ja. Und beim anderen machen wir es genauso. So, und jetzt kleben wir es hier an. Ja. Und das ist schon mal unsere Tüte mit Henkel. Echt süß. Gut, jetzt müssen wir das Ganze noch aufhübschen. Ich habe hier mit einer Schleife gearbeitet. Die stammt aus unserem Framelits Einweggläser für alle Fälle. Und die möchte ich jetzt gerne wieder verwenden. Und dazu benötigen wir auch unsere Metallicfolie in Kupfer. Hier ist das gute Stück. Und natürlich unsere Big Shot, mit der wir das Ganze ausstanzen werden. Und da brauchen wir erst einmal unsere Plattform. Dann noch das Teil, um es zu erhöhen. Jetzt unsere Folie. Also ich rede auch heute irgendwie ein Quatsch. Also natürlich auch eine Acrylplatte zu, als nächstes, dann die Kupferfolie und dann noch eine Acrylplatte und jetzt können wir das Ganze durchnudeln. Und dann haben wir unsere schöne Schleife. Und da wir die Big Shot hier schon mal haben, denke ich, werden wir auch gleich, ich habe ja hier
unsere schönen, mit den Frameless lagenweise Ovale, habe ich hier zum Beispiel einen Oval in unserem Glitzerpapier ausgestanzt, und zwar in Gold. Und dann nehmen wir das kleinste gezackte Oval und stanzen das einmal aus. Nehmen unser Glitzerpapier in Gold. Und dann brauchen wir noch einmal flüsterweißen Farbkarton. Und dann nehmen wir für unseren Spruch nachher, und dann nehmen wir das kleinste Oval hier raus. So. Und stanzen einmal dieses Oval mit der Big Shot aus. Und das war's dann. Unsere Big Shot kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Gut. So, dann nehmen wir unsere Schleife. Und, ups. Na, das geht ja hier pfefferig, feurig zu. Und da haben wir sie. Und dann möchte ich gerne noch eine Perle raufsetzen. Wir haben ja unseren Basic Perlenschmuck. Und dann nehme ich die größte Perle, die wir hier drauf haben, und setze sie hier so mittig rauf. Dann nehmen wir einen Blue Dot. Und dann setzen wir die Schleife hier so ein bisschen schräg auf. Oh, sieht schon niedlich aus. Genau, eigentlich finde ich auch schön, wenn man vorher die Schleife noch so ein bisschen, naja, mit dem Falzbein in Form bringt, aber okay. Habe ich jetzt leider vergessen, aber man kann es auch so ein bisschen nachher noch machen. Jetzt fehlt natürlich noch ein toller Spruch. Und dann nehmen wir, oder ich habe unser Stempelkissen, unser Stempelset Weihnachten daheim verwendet. Und da ist dieses frohe Weihnachten mit drin. Und den Spruch finde ich schön. Und den nehmen wir mal. Und setzen uns das Ganze auf einen Acrylblock. Dann habe ich unser Stempelkissen in Anthrazitgrau verwendet. So, dann nehmen wir unser ausgestanztes Teil in Flüsterweiß. Und stempeln unseren Spruch hierauf. Frohe Weihnachten. Gut, und jetzt können wir diesen Spruch auf unseren Glitzerkarton kleben. Ich nehme mal das beidseitige Klebeband. Ich habe das hier gerade liegen. So. Jetzt kleben wir das Ganze hier rauf. Und bringen es mit Dimensionals auf unsere Tüte an. Ja, super. Und fertig ist unsere Tüte. Beziehungsweise ich möchte gerne,
Oder nein, sie ist jetzt fertig. Wenn du möchtest, ich lasse es jetzt mal, weil das Video wird sonst ein wenig zu lang, aber man könnte hier innen noch die Henkel schön verzieren, entweder mit Sternen oder ich habe hier auch so eine Schneeflocke gerade mal griffbereit. Der Farbton passt nun nicht so richtig, aber könnte man da eben auch auf die Henkel setzen. Da würde es vielleicht noch etwas schöner oder gefälliger aussehen. Ja, ganz nach deinem Geschmack halt. Hier habe ich zum Beispiel Sterne, die würden sich da auch gut machen. Okay, aber unsere Tüte ist als solches erstmal fertig und ich persönlich, also hier habe ich zum Beispiel die Henkel ein wenig zu kurz gemacht, finde ich. Diese Länge finde ich schon ganz angenehm. Ach ja, ich kann dir noch zeigen, da passt wirklich einiges rein. Ich habe hier so einen Weihnachtsmann und dann habe ich hier noch Lebkuchenkonfekt. Da, ja, da geht wirklich was rein. Also ich bin begeistert. Also wäre auch eine schöne Tüte für Nikolaus zum Beispiel, finde ich. Denn auf diesem Stempelset, mit dem ich eben gearbeitet habe, Weihnachten daheim ist auch, ach nee, gar nicht, wir haben ein anderes Stempelset. Da ist der Spruch drauf vom Nikolaus, das ist dieses hier, gut geschmückt. Das würde sich auch gut auf den Tüten machen, finde ich. Und dann könnte man das zum Nikolaus verschenken. Naja, also es passt einiges rein. Und ich hoffe, dass dir das, dass du beim Zuschauen wieder Spaß hattest. Und wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Alles Liebe und bis hoffentlich bald. Deine Biene vom Biene Stempelglück. Tschüss!